Die drei Gegentore waren eigentlich alle durch individuelle Fehler. Deswegen lag es jetzt eigentlich nicht so daran, dass wir irgendwie katastrophal gespielt haben. War einfach bitter und ich denke, gerade bei solchen Spielen muss man die einfach schnell abhaken. Ich denke, es bringt nichts, wenn man da noch auf ihm rumhakt und sagt, was hast du da gemacht, wie schlecht war das? Weil ich denke, das weiß jeder selber. Und deswegen einfach aufbauen, so probieren, dass er nicht mehr dran denkt und dann ganz normal sein Spiel weiterspielt. Und dann einfach für kleine, gute Sachen, die er macht, guten Pass spielt oder gute Aktionen, dann einfach pushen und anfeuern. Ich glaube, so kommt man da am besten relativ schnell raus. Das ist ein Top-Gegner auf jeden Fall. Haben wir jetzt auch gesehen am Anfang der Saison, dass sie echt einen super Start haben, jetzt auch gegen die Bayern, die sehr, sehr gut drauf sind, einen Punkt geholt. Sie haben sehr, sehr gute individuelle Klasse in ihren Reihen und da müssen wir wieder gucken, dass wir als Team gegenhalten. Ich glaube schon, dass Gladbach gerne den Ball haben will, dass sie auch Kontrolle über Spiel haben wollen. Deswegen glaube ich schon, dass sie uns hoch anlaufen werden, pressen werden und probieren selber ihr Spiel aufzuziehen. Da gilt es halt für uns, einfach das zu verhindern, dass sie nicht ins Spiel kommen, dass sie nicht ihre Passstaffetten aufziehen können und in die gefährlichen Räume kommen und dass wir einfach, ja, einfach eklig gegen den Ball werden. Ja, er hat echt richtig stark gehalten, auch letztes Jahr gegen uns schon unfassbare Paraden. Ja, und wenn man es nicht probiert, dann kann es auch nicht klappen. Also ich denke, wir müssen einfach rauffeuern, raufschießen und dann wird doch einer schon reingehen, denke ich.